Das Findelkind. Der Bergfürst K. war ein König und herrschte über die Stadt Yang am K-Berge bei Pua im Bezirk von Nan. Eines Tages lustwandelte Fürst K. im Walde und fand da zwei Knaben, die im Walde ausgesetzt worden waren. Die nahm er mit, um sie aufzuziehen. Die Zeit verging schnell und bald war der Ältere 18 Jahre alt geworden und der Jüngere 16. Den Älteren nannte er Kun Nun, Fürst Watte, und den Jüngeren Kun Fong, Fürst Schaum. Kun Nun wurde gebeten, die Herrschaft in Vientiane, der Stadt des Mondes, zu übernehmen, und Kun Fong sollte die ausgezeichnete Stadt Woranakorn überherrschen. Nach einiger Zeit hatte Kun Fong einen Sohn, der hieß Prinz Cao Qian. Als Kun Fong gestorben war, übernahm er die Herrschaft über Woranakorn. Er beherrschte das Land nach den 10 Königsgesetzen und alle, die Hofbeamten sowie die Bürger der Stadt, liebten ihn sehr. Sein Ruhm kam auch dem uralten Bergfürsten K. zu Ohren, seinem Oheim. Der Alte freute sich sehr. Er dachte daran, wie alt er schon geworden, dass er seinem Holz vergleichbar sei, dass die Wellen schon fast ans Ufer gespült haben. Jeden Tag müsste er damit rechnen, dass sein Körper das Erlöschen finden könnte. Und er dachte an seine Heimat Yang, die große und mächtige Stadt. Wenn es ihm gelingen würde, den Prinzen Cao Yuan, seinen königlichen Neffen, für die Stadt zu gewinnen, so wäre er alle Sorgen ledig. So dachte er und befahl zwei seiner lieblich anmutigen Hofdamen, dem Prinzen Cao Qian den Thron der Stadt Yang anzubieten. Prinz Cao Yuan vernahm den Befehl. Es wäre unmöglich gewesen, ihm nicht zu gehorchen. Darum vertraute er Fürstin Kampin, seiner königlichen Gattin, die Herrschaft über die Stadt Woranakorn an. Sie, deren Leib schwanger war, sollte das Reich an seiner Stadt regieren. Er selbst zog nach Yang, um der Einladung seines königlichen Oheims Folge zu leisten. Die Fürstin Kampin beherrschte die Stadt noch nicht lange, da erfuhr der Herr der Stadt Payao, Fürst Nam Yuang, dass die Stadt Woranakorn keinen König mehr besaß. Herrenlos war sie, denn nur eine Frau stand ihr vor. Also nahm er sein Heer und zog nach Woranakorn. Die Fürstin Kampin in ihrem geschwächten Zustand konnte keine Gegenwehr leisten und so überrumpelte und eroberte Fürsten Nam Yuang die Stadt. Die Fürstin Kampin, hochschwanger war sie, packte das Wichtigste ihrer Habe zusammen, während das Getümmel schon die Stadt durchtobte, und verließ unerkannt, nur von ihrem vertrauten Leibzofe begleitet, Palast und Stadt. Viele Tage wanderten sie fort. Da kamen sie auf ein Feld an eine Scheune. Die Fürstin war schon ganz schwach. Nun fühlte sie den ersten Wehen. Und weil sie schon weit genug von Woranakorn entfernt waren, hielten sie bei der Feldscheune an und bereiteten sich unter dem Dach ihr Lager. Der 10. Mondumlauf war vollendet. Das Wesen in ihrem Schoße wollte geboren sein. Und als es ans Licht kam, war es ein Sohn. In der Umgebung der Feldscheune war das Land ganz ausgedörrt. Im Flussbett war kein Wasser mehr und Trinkbrunnen gab es nicht. Da lernte die Fürstin Kampin, deren Leben bisher sich in Glück und Bequemlichkeit im königlichen Palast abgespielt hatte, die Not kennen. Ihr Herz war bald betrübt, weil sie so leiden musste. Sie betet, wenn dieser kleine Sohn wegen seiner Tugend und Verdienste dazu bestimmt ist, später zum König einer Stadt zu werden, so mögen die Götter in ihrer Gnade es regnen lassen. Kaum hatte sie ihr Gebet gesprochen, da zogen am heiteren Himmel sich Regenwolken zusammen. Der Donner grollte und Blitze zuckten hernieder. Im großen Schwall ergoss sich der Regen über das dorrende Land. Das Wasser quoll über die Ufer des tosenden, dahinfließenden Flusses, der in seinen Wogen Kraft, Steine und Felsbrocken mit sich nahm und dort ablagerte, wo die Fürstin gebetet. Kampin konnte sich nicht lassen vor Freude. Als der Regen verrauscht war, nahm sie den kleinen Prinzen in ihre Arme.
legte ihn auf die Steine am Fluss und wusch ihm die Bekleckung vom Leib. Da kehrte der Beglückte in die Scheune zurück. Am nächsten Morgen kam, wie jeden Tag, der Landmann zu seinem Feld. Er vernahm aus der Scheune die Stimme eines schreienden Kindes und ward von Mitleid gerührt. Er trat herzu, um nach dem Kinde zu sehen. Da trat ihm die Fürstin mit ihrem Prinzen und der getreuen Dienerin entgegen. Weil sie jener Bauer früher am Hof von Kaukian Sklave gewesen war, erkannte er die Fürstin, fiel auf die Knie und fragte sie, was sie hergeführt habe. Die Fürstin Campin erzählte es ihm, und als er es wusste, sprach er zu ihr aus tiefstem Mitgefühl tröstende Worte. »Hohe Herrin, hier kannst du nicht bleiben. Ich bin dein Fußsklave, Herrin, und bitte dich, komm mit mir, meine Hütte soll dein sein.« Die Fürstin kannte jenen Landmann, der einst ihr Sklave gewesen, wegen seiner Ergebenheit und Treue. Sie willigte sie ein und folgte ihm in sein Haus. Der Landmann sorgte für die Fürstin und den Prinzen, bis 3 Jahre vergangen waren. Nun war der Prinz groß, und er war zu befürchten, dass ein Dorf in Gefahr kommen könnte. Daher führte der Bauer die Fürstin und den Prinzen in ein anderes Haus. Als der Prinz 16 Jahre alt geworden war, übte er sich in der Kunst der Waffen und brachte es darin zu erstaunlicher Gewandtheit. Fürst Namuyan pflegte in Abständen sein Reich zu durchwandern, um der Bürger Unglück und Glück zu erkunden. So kam er eines Tages auch zu jenem Haus. Da gewahrte er einen Jüngling, dessen Gesichtszüge lieblich und dessen Hautfarbe hell abstachen von den anderen Burschen des Dorfes. Sein Herz ward von dem Augenblick des Jünglings entzückt, und so nahm er ihn mit, um ihn zu erziehen. Schließlich ließ er ihn unter dem Namen Kunzai, Prinz Regent, die Stadt Prat regieren. Während Fürst Nam Yang über Woran Korn beherrschte, wählte er sich unter den Jungfrauen der Stadt eine zur Frau. Sie hieß Uhasin, war noch sehr jung und überaus schön. Fürst Namuyang war von der Liebe zu ihr wie verzaubert. Einen Sohn hatte sie zusammen. Dem geben sie den Namen Ampon. Als Fürst Namuyang später wieder nach Payao zurückkehrte, übergab er Uhasin und den Prinzen Ampon, der noch sehr jung war, der Stadt Woranakorn. Er selbst wollte fortan in Payao wohnen. Einmal führte Uhasin ihren Sohn nach Payao, damit Prinz Ampon sein Vater die Ehre erweisen könnte. Aber sie geriet mit dem Fürsten in Streit und zog sich verärgert mit Ampon nach Woranakorn zurück. In einem Brief an den Prinzen Kunzai, den Fürsten von Prat, bat sie ihn, mit seinem Herrn zu ihrem Schutz nach Woranakorn zu kommen. Fürst Kunzai führte sein Heer nach Woranakorn, und als er die junge Fürstin ansah und ihr ins Herz blickte, da erwachte in ihm die Liebe zu ihr und in ihr zu ihm. Sie heirateten. Als die Nachricht von der Hochzeit zu Fürsten Namuyang erreichte, kannte seine Empörung keine Grenzen. Er nahm sein Heer und wollte Woranakorn abermals schlagen und zerstören. Aber Prinz Kwanzai und Uasim hatten Vorsorge getroffen. Ihre Krieger standen bereit und brachen gegen den Feind hervor. Die Schlacht wogte hin und her. Plötzlich sah Fürst Namuyang seinen Sohn zum Kampfe hervorstürmen. Da gewann seine Liebe die Oberhand und er gebot dem Gemetzel Einhalt. Sein Heer zog er ab und führte es nach Payao zurück. Als Woranakorn das sah, kamen die Hofbeamten und die Bürger alle, kam Uasim mit ihrem Sohn Ampon, und sie alle luden den Herrn der Stadt Prat, den Prinzen Kunzai, ein, den Thron von Woranakorn zu besteigen. Sie gaben ihm den Namen Panon, überfluteter Fels, weil am Tag seiner Geburt, als es kein Wasser mehr gab, der Gott in seiner Barmherzigkeit den segnenden Regen das ganze Land überschwemmen ließ, so sehr, dass der Fluss mit seinen wirbelnden Fluten Steine und Felsen sogar zum Denkmal auftürmen konnten. Fürst Panon beherrschte Woranakorn 30 Jahre. Im Jahre des Buddha 1865 starb er.
Nun luden die Würdenträger und Ältesten den Prinzen Tsai, den sechsten Sohn, ein, über die Stadt zu herrschen. Doch nach 3 Jahren starb auch er. Da bestieg Prinz Kanmiang, der große Sohn, den Thron und begründete eine Dynastie, die noch viele Generationen lang die Stadt beherrschte.